Niedersachsen will einem Bericht zufolge Lehrkräften und Erzieherinnen früher als geplant eine Corona-Schutzimpfung. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtete am Samstag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium über konkrete Planung. Demnach will sich Niedersachsen gemeinsam mit anderen Bundesländern beim Bund für eine entsprechende Änderung der Impfverordnung einsetzen. Damit könnten Gruppen, die laut Priorisierung noch nicht an der Reihe wären. Früher geimpft. Niedersachsen hat dem Bericht zufolge derzeit zu viele Impfdosen auf Lager, weil viele Betroffene ihren Termin zur Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca nicht wahr. Alle Öffnungsszenarien sehen völlig zu Recht eine hohe Priorität für den Bildungsbereich vor, sagte die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann, SPD, der Zeitung. Da sei es nur folgerichtig, auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher mit einer höheren Priorität als bisher zu mehr zum Thema wegfrei für Corona-Impfung in Europa, der Hoffnungsstoff von Julia Köppel Empfehlung der Impfkommission. Wer wird wann geimpft? Und sind die Priorisierungen gerecht? Von Jörg Krömer. Die Landesregierung habe dieses Anliegen schon mehrfach auf Bundesebene vorgetragen. So, sie hoffe sehr, dass die Impfverordnung des Bundes bald angepasst werde. Niedersachsen will der HAZ zufolge zudem seinen Impfzentren ermöglichen, Menschen aus der zweiten Priorisierungsgruppe unter 65 Jahren früher zu impfen. Dabei geht es demnach in erster Linie um niedergelassene Ärzte und anderes medizinisches Personal mit Patienten. Bundesweiter Initiative. Auch andere Bundesländer planen ähnlich. Der NDR berichtete unter Berufung auf Aussagen der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köppel, SPD, dass Lehrkräften und Kita-Personal in Kürze ein Impfangebot mit dem Vakzin von AstraZeneca gemacht werden könne. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, hatte in einem am Freitag bekannt gewordenen Schreiben an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, um eine Prüfung gebeten, inwieweit diejenigen aus der dritten Gruppe der impffreien Folge bereits jetzt mit dem ausreichend vorhandenen Präparat von AstraZeneca geimpft werden. Dies würde auch eine schnellere Impfung von Lehrerinnen und Lehrern sowie Erzieherinnen und Erziehern ermöglichen. Eiken, Spiegel Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleisi, SPD, unterstützt die Forderung einer früheren Impfung. Berlin bereite sich auf eine entsprechende Anpassung der Impfverordnung vor, sagte sie am Freitag. Spahn hatte ebenfalls signalisiert, dass er eine frühere Priorisierung von Grundschullehrern und Kita-Personal bei Impfungen ermöglichen will, da Abstandsregeln für sie nicht durchgehend einzuhalten. Dem Minister zufolge zeichnet sich ein relativ großer Konsens in dieser Frage. Für den Fall einer Einigung stellte er eine zügige Änderung der Impfverordnung in Aussicht. Nach der aktuellen Corona-Impfverordnung sind Erzieher und Lehrkräfte erst in der dritten Gruppe. Erhöhte Priorität, an der Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, und die Regierungschefs der Länder hatten das Gesundheitsministerium bei ihrer jüngsten Beratung gebeten, eine höhere Priorisierung von Grundschullehrern und Kita-Erziehern zu beeignen. Thank you.